In Fischament wird die Teststraße erweitert. Nach den Öffnungen in der vergangenen Woche und dem damit erhöhten Bedarf ein wichtiger Schritt. Seit vergangenen Mittwoch ist wieder alles geöffnet, nachdem jedoch für das Betreten einiger Einrichtungen, allen voran der Gasthäuser, die 3G-Regel gilt. Geimpft, getestet oder genesen, führt das dazu, dass es mancherorts zu einem Ansturm auf die Teststraßen kommt. Das möchte Fischer Ment vermeiden und hat daher das Testangebot in der Stadtgemeinde erweitert. Seit gestern, Gott sei Dank, wieder dürfen wir die Gastronomie auch aufsperren. Und jetzt haben wir uns als Stadtgemeinde entschlossen, dass wir auch den Donnerstag als Teststraße anbieten. Dann haben wir die ganze Woche mit den 48 Stunden abgedeckt. Wie genau funktioniert das Testen denn hier in Fischer Ment? Nehmen das die Bürgerinnen und Bürger sehr positiv an? Ich denke schon, es wird sehr positiv angenommen. Im Schnitt sind an die ca. 400 Personen jeden Tag bei den Tests. Um den Bürgern in Fischer Ment ein weiteres Sicherheitsgefühl zu vermitteln, das ist im Zuge der, also in Absprache mit einem Bürgermeister geschehen. Da haben auch bei der Stadtgemeinde Gespräche stattgefunden, um einfach der Bevölkerung noch mehr ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln und auch im Zuge der Gastronomieöffnungen das Testangebot zu erweitern. Wo wird diese neue Teststraße sein, beziehungsweise ist das diese, die erweitert wird? Wie genau kann man sich das vorstellen? Die Erweiterung der Teststraße ist eigentlich nur ein zusätzlicher Tag in der Woche, wo die Leute testen kommen können. Im Grunde eigentlich nur 4 Stunden mehr pro Woche, sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Wie wird das Testen denn generell in Fischer Ment angenommen von den Bürgerinnen und Bürgern? Eigentlich relativ gut. Wir haben im Schnitt pro Woche, also pro Tag, wo wir offen haben, ca. 400 Tests, manchmal noch mehr. Das schwankt, das ist vom Wetter auch manchmal abhängig, weil die Leute manchmal draußen anstehen müssen. Aber im Grunde wird es eigentlich relativ gut angenommen. Wie viele Mitarbeiter sind denn im Einsatz in etwa? Also insgesamt die Leute, was die Teststraße betreuen, aktiv sagen wir, sind wir ca. 50 Leute. Im Hintergrund sind dann auch natürlich alle Leute von der Stadtgemeinde, vom Gemeindeamt sowie auch vom Wirtschaftshof, die Feuerwehrunterstützung, tatkräftig, was man da sieht. Also ein großes Miteinander. Was sagen Sie persönlich denn zu diesem Team hier? Was für eine Arbeit leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Da will ich mich für die Frage bedanken. Also, wirklich ausgezeichnet funktioniert ja alles. Angefangen von First Responder, Feuerwehr, Bedienstete der Stadtgemeinde, Wirtschaftshof, also da geht alles Hand in Hand und ein wirklich großes, dickes Lob von meiner Seite. Getestet werden kann im Volksheim Fischer Ment, also montags und Samstagvormittag von 9 bis 12 sowie am Dienstag und am Donnerstagnachmittags von 15 bis 18 Uhr. Wie genau läuft das Testen denn ab? Gibt es denn welche Dinge, die den Bürgerinnen und Bürgern Sorgen machen oder ist das schon mittlerweile ein bisschen angstfrei, das Ganze? Es ist ziemlich angstfrei, denke ich. Es ist halt leider manchmal schwierig, weil wir vom Land die Tests bekommen. Das unterscheidet sich manchmal leider pro Woche. Da müssen wir halt die Bürger aufklären. Aber im Grunde ist eigentlich alles immer dasselbe fast. Und es ändert sich im Grunde nicht viel.